Also in meinem Workshop ist es eigentlich darum gegangen, dass es jetzt ja sehr intensive Diskussionen über Content gibt im deutschsprachigen Raum, insbesondere Content Marketing. Und mir war es besonders wichtig herauszustreichen, dass Content Strategy aber wirklich ein Praxisfeld ist, das konkret ist, das konkrete Methoden und Instrumente enthält und sie insofern vom Content oder von dieser gesamten Content-Diskussion abgrenzt, dass es wirklich Methoden liefern soll, die Organisationen selber anwenden können, um bessere Inhalte oder um für die Nutzer brauchbare Inhalte produzieren und auch verwalten zu können. Bisher sind Organisationen ja eigentlich nur immer sehr hierarchisch strukturiert, meist eigentlich wie Fabriken. Es gibt oben einen Chef und über die einzelnen Ebenen tröpfeln dann die Informationen nach unten. Das heißt, wenn man in der Organisation was verändern will, wenn man Digital First einführen will, wenn man Content Strategy einführen will, muss man natürlich oben beim Management ansetzen. Und das bedeutet, alle Dinge, die man herausfindet, diese ganze Research-Phase, da muss das Management einfach immer mit einbezogen werden. Wenn man Ressourcen vom Management will, muss man ihnen zeigen, wofür sie diese Ressourcen verwenden. Also für Content Strategy ist immer ganz wichtig, dass es im Vorhinein eigentlich eine relativ lange Informationssammlung und Research-Phase gibt. Also ich habe versucht in meinem Workshop das relativ kurz zusammenzufassen. Es gibt immer das sogenannte Content Audit. Da versucht man alle bereits bestehenden Inhalte zu dokumentieren und auch qualitativ zu bewerten. Dann gibt es immer ganz große Phase Nutzerforschung. Da gibt es natürlich verschiedene Instrumente und Wege, wie man die Bedürfnisse, Erwartungen, Wünsche der Nutzer herausforschen kann. Das ist natürlich auch sehr, sehr stark abhängig von zur Verfügung stehenden Ressourcen, personell, zeitlich, finanziell. Und das sind eigentlich so zwei ganz wichtige Punkte. Man versucht empirische Informationen zu erfassen und daraufhin dann eine Strategie zu entwickeln. Das heißt, ganz konkrete Kernbotschaften, Botschaften, die über die Inhalte transportiert oder demonstriert werden. Man versucht intern dann vor allem auch einen Workflow zu schaffen, der funktioniert. Man versucht redundante Arbeitsabläufe zu minimieren und stattdessen einen Weg zu finden, wie man intern seine Strukturen und Prozesse so organisiert, dass konsistente Inhalte und effiziente Arbeitsweisen möglich werden.